So, oh, moin, moin, liebe Leute, herzlich willkommen, seid gegrüßt, eine neue Runde hier vom EA Sports FC. So, ich würde sagen, das ist am ehesten dran heute Abend, denn die nächsten Tage komme ich nicht dazu, von daher passt es ganz gut heute. Ich hatte gerade leichte Startschwierigkeiten bei dem Spiel, es gab irgendwie wieder ein Grafik, oder ich brauchte noch ein Nvidia Grafikkartentreiber-Update, denn mit meinem aktuellen alten noch Treiber stürzte mir das immer sofort ab beim Laden. Also schöner Spaß, das erstmal alles aktualisieren. PC neu starten und so weiter, dann wollte ich mich wieder mit EA hier verbinden, dann meckert er von wegen, ne, dann brauchst du erstmal wieder, musst du Zugangsdaten wieder neu eingeben, ja, und zack, sind wir schon 10 Minuten über der Zeit, ne, also ich seid gegrüßt, Black Forest, moin, Christian, moin, seid gegrüßt, guten Abend, Herr Manager und Chat, danke dir, Boy, moin. Ja, und dann geht es auch noch gleich los, wie ich gerade gesehen habe, gegen Leverkusen, ne, nur 4 Punkte hinter uns, bleibt Position 4, wir sind auch schon direkt am Spieltag, ne? Also was soll's? Was lange warten, lohnt nicht, ne? Rein in den Abend, rein ins Spiel. Wird ein heftiges. 81, 85, 81, ein heftiges Mittelfeld, ne? Boniface da, Ripon und so weiter. Das sind schon, also, hätte ich mir vielleicht zum Warmwerden einen leichteren Gegner gewünscht. Deswegen machen wir erstmal gucken, ob ich noch lenken kann. Da wir immer mit so einer Woche Unterbrechung im EA Sports. Muss man erstmal wieder reinkommen, ne? Ich hoffe, dass der neue Grafikkartentreiber ein bisschen die Performance so und teilweise auch diesen Zeitlupen Wiederholungen so mal ein bisschen verbessert, weil ich finde, die lassen echt noch zu wünschen übrig, ne? Okay, der Schuss lässt auch zu wünschen übrig. Wir haben auch das Spiel gepatcht, also nicht nur FIFA wurde gepatcht, auch Grafikkartentreiber. Die sollen wohl so ein paar Sachen geändert haben, auch im Karrieremodus. Aber ich habe jetzt noch nichts gelesen, dass es mittlerweile verletzte Spieler gibt. Dann kriege ich natürlich Panik, ne? Wenn tatsächlich irgendwie auf einmal, das heißt, es gibt jetzt auch verletzte Spieler und auf einmal verletzen sich bei uns reihenweise Spieler, dann haben wir natürlich im Zweifel ein Problem, ne? Weil wir dafür ein bisschen zu dünn besetzt sind. Ah, Brand leider hingefallen. Gut, also. Man, gut, ich mache nochmal das Training hier, ne? Da sollte man vielleicht auch einfach einen auslassen. Ja. Guten Abend. An den Christian weiß ich jetzt gar nicht. Christian-Fan? Fußball? Ich meine, klar, Pascal weiß man. Kieler. Big Forest. Zum Schwarzwald unterwegs. Schwarzwaldklinik. Wie war das? Stuttgart. So, komm, Brand. Lauf, 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 lauf. Na, ja, dann lassen wir den aus. Grandiose Leistung, aber schon. Das dürfte reichen. Oder auch nicht, weil ich einfach einmal kurz abgebrochen habe. Hansa Rostock, okay. Soll man so. Er ist auch keine Pressekonferenz. Ja, schnacken wir noch mit der netten Presse, die würde uns bestimmt wieder was Schönes erzählen. Danke, dass Sie alle da sind. Ja, danke. Ich würde dann jetzt um Ihre Fragen bitten. Dass wir nicht die gleichen wie immer sind. Ist Ihre Mannschaft gut genug, um weitere solche Leistungen zu zeigen? Natürlich. Sehr glücklich sind wir. Auf dem Papier sind Bayern 04 und Borussia Dortmund ziemlich gleich. Wie werden Sie das nächste Spiel angehen? Wir müssen ein gutes Spiel zeigen. Wir werden Spitze zurück über näher rücken. Achso, wie schätzen Sie Ihre Chancen, einen aufzuholen? Wir waren das bessere Team. Das ist auch, diese Fragen sind sowas von falsch teilweise, ne? Wir wieder bessere gewinnen. Ja, Rostock ist jetzt pauschal, glaube ich, nicht so der sympathische Verein, oder? Auch von der Presse her und so. Ja, bis zur nächsten Pressekonferenz. Kann ich gar nicht abwarten, die nächste Pressekonferenz. Ich meine...
den für FIFA einmal da runterpacken, damit ich bequemer sitzen kann. Na, dann kann ich besser wahrscheinlich generell so sitzen. So, ja, Top-Team, ne? Die meisten sind auch relativ fit, wie wir sehen. Von daher packen wir es an, auf dem Arm, mal gucken, wie die Leistung heute ist. Es ist immer noch Weltklasse-Schwierigkeit. Wir haben natürlich, wie gesagt, ein bisschen was gepatcht. Wer heute im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit steht, ist klar. Denn der macht bisher in der Liga vor dem Tor wirklich, was er will. Wir zeigen es Ihnen. Willkommen hier im Signal Iduna Park. Willkommen zu dieser 10 Spieltage, 10 Tore oder was war das? Mein Name ist Wolf Fuß. Neben mir hat Frank Buschmann Platz genommen und wir werden das Spiel für Sie kommentieren. Und heute zeigen wir Ihnen ein Spiel aus der Bundesliga. Borussia Dortmund gegen Bayer Leverkusen. Das ist ein Spiel, das die Fans regelmäßig... Ja, ich dachte einfach mal schießen. Die Schiedsrichterin ist da knallhart. Den habe ich gar nicht gesehen. Was haben die gemacht? Situation. Ein bisschen Spray rum. So, jetzt hier Freistoßgeschichte und so, ne? Wenn ich das jetzt könnte, wäre cool, weil die Position ist eigentlich nice, aber ich kann das nicht so gut, deswegen ist es auch fast egal. Oh, Timefish. Oh Gott. Er ist da und kann den Ball hier klären. Zieht diesen Ball zurück. Gutes Tackling hier. Alu-Treffer für Dortmund. Da haben sie kein Glück, aber man merkt, die Führung liegt jetzt in der Luft. Ja genau, war da irgendwie eine so eine kleine Chance. Durch einen Freistoß. Schick. Schick ist nicht schick. Einfacher Ball für Kobel. Es ist eng an der Spitze, richtig eng. Und das wird natürlich keine leichte Aufgabe heute. Sie wissen, dass sie weiter punkten müssen, um dran zu bleiben. Ja, wir müssen punkten, um... Der Pass war ein bisschen unpräzise. Einwurf. Aber ich soll auch nicht zu hektisch angehen hier, ne? Wie gesagt, das erste Spiel des Abends. Ball bei Kunde. Ach, kriegt er den Ball nicht ganz rüber. Sonst wäre es gut im Brandlauf. Dann gut in den Lauf gespielt sonst. Grimaldo. Immer Vereine, die du entweder liebst oder hast. Dazwischen gibt es nichts. Mit Außenriss in den Winkel. Außenriss? Komm, hau weg das Ding. Keine Experimente hier. Das ist auch, also, ne, ich kann ein bisschen hier vom Kinderfußballturnier am Wochenende erzählen gleich mal. Jetzt haben Sie den Ball. Passt nämlich gerade zu dieser Szene. Eigentlich unser kleines F-Jugendteam, ich war ja nur als Elternteil, als Zuschauer mit an Bord, war ganz gut eigentlich dabei. Und stand noch 0-0, kurz vor Ende, so nach dem Motto. Und normalerweise, meistens haben die kleinen Kinder das F-Jugend, ne? Ein Torwart kriegt den Ball und versucht dann so doll, wie er schießen kann, den Ball irgendwie nach vorne zu schießen. Kevin und unser Trainer fing dann an, reinzureden. Bring hier, ne? Nicht weit abschießen, hier abschießen, sondern hier, wirf doch mal zu einem aus deinem Spiel. Also hier, ne? Wirf doch mal zu einem von deinen Mitspielern hier hinten. Wirf doch und versuch das Spiel aufzubauen. Das kannst du in der F-Jugend noch nicht bringen, ne? Da wird dann irgendwie vom eigenen Strafraum gedribbelt, so nach dem Motto, Ball verloren und zack, hat den Gegner und steht 1-0 und so geht das Spiel aus. Brandt! Wie war das noch? Was denn? Ja, mein Sohn hat leider kein Tor gemacht am Wochenende. Das hätte ich den Jubel vielleicht auch gesehen, man weiß es nicht. Aber hat auch wirklich Einsatzzeit. Das war, auf die ganze Halle, eine ganze Sporthalle und dann 5 gegen 5. Plus Torwart, ne? Also 6 gegen 6 inklusive Torwart, was eigentlich für die Altersklasse 11-Jugend nicht ganz so geeignet ist. Aber gut, haben wir so gewählt, das Turnier. Da kann ich jetzt ja schlau schnacken, ne? Als zertifizierter DFB-Kindertrainer. Naja, na, wenn wir moin. Und damit haben wir den ersten Treffer. Jetzt könnte das Spiel richtig Fahrt aufnehmen.
Kunde. Schlotterbeck. Davis. Davis. Kunde. Tonali. Alex Balde. Das könnte die Chance werden. Karim Adeyemi. Da ist die Flanke. Oder nicht durch. Der Befreiungsschlag. Blockt ab. Stark gearbeitet. Schick. Gleich gehen wir in die Pause in dieser Begegnung, in der die Gastgeber zurzeit eine knappe Führung haben. Sie können durchaus zufrieden sein mit der heutigen. Ja, das ist nämlich der Unterschied tatsächlich unserer Abwehr. Also wenn wir mit Hummels angekommen wären, da wären wir nie nicht gewesen, weil er viel zu langsam ist. Und echt gut, dass wir da unser ganzes Geld investiert haben für eine Top-Abwehr. Da ist die Flanke. Bam. Einfaches Ding für Radetzky. Und das war die erste. Na dann, moin moin. Sind wir erstmal mit zufrieden, ne? Alles ist bereit für Hälfte 2. Leverkusen bislang noch im Rückstand, wenn auch nur knapp. Weg ist der Ball, klasse Aktion. Dortmund über außen. Ach Mist. Ui, keine gute Aktion. Oh. Gut, aber er ist da, macht er ganz sicher. Leverkusen mit dem Wechsel. Na, schon. Ball ist bei Julian Brandt. Ja, die Flanke bringt nichts ein. Na, vielleicht haben sie es auch gepatcht. Da wäre Platz für einen Konter. Buschi, vor der Pause war das ein guter Auftritt, oder? Ja, kleiner, ne? Ganz wichtig war natürlich. Grüß, Moment. Jetzt haben sie alle Trümpfe in der Hand. Ach. Gutes Ding. Gut, Mokoko, schön defensiv gearbeitet. Da hätte ich, habe ich gesehen, das hätte ich gedacht, dass ein Gegner den Ball kriegt, ehrlich gesagt. Gut verteidigt. Die Verletzung scheint doch schlimmer zu sein. Verletzung? Hast du es gerade richtig gehört? Alter, Frippon ist ja schnell. Vielleicht die Chance. Ja, toll gehalten. Aber nicht bei uns, oder? Ja. So. Wie alt ist denn Leon? Ein typisches hier Bayern-Fan-Kind oder schon alt und erwachsen? Ich habe nichts gegen Bayern, ne? Ich habe Bayern-Fans bei mir in der Familie, also von daher. Auf dieses Niveau nach dem Motto, der und der ist scheiße und der ist cool, das ist eh nicht meins. Außer Schalke, ne? Das ist klar. Na, den würde ich noch nicht wechseln. Das passt schon. Der ist noch nicht gut genug. Könnten aber. Jetzt habe ich doch falsch gemacht. Nimmt schon. Will ich gar nicht da haben. Sind alle nicht so fit, unsere Auswechselspieler, muss ich sagen. Also da können wir nicht so richtig von der Bank kommen, dass man sagt, oh, da haben wir aber nochmal Power dann oder so. Da haben wir nicht. Füllkrug ist natürlich leider auch immer noch da, ne? 15. Was? Ja, siehst du das auch, ne? Das ist doch hier, du kennst es ja auch nicht anders. Da müssen wir, ne, musst du dich ja gar nicht für schämen, Bayern-Fan zu sein. Paderborn ist halt Paderborn, ne? So wie gesagt, wenn man so lokal irgendwo daherkommt, ist schon cool. Genauso wie Kiel, wie gesagt, ne, als Norddeutscher finde ich Kiel natürlich auch gut. So, aber trotzdem, ne, schlägt das Herz in dem Sinne nur für Dortmund. So, und wie gesagt, du kennst es ja nicht anders, ne? Man muss überlegen, wann war Bayern, wie alt warst du, als Bayern nicht Meister war? 4, ne? Also von daher, du kennst nur Bayern als Meister. Und da ist es fast zwangsläufig, es sei denn, man kommt aus der Stadt oder hat einen direkten Bezug, so wie mein Sohn zum Beispiel, natürlich auch Dortmund-Fan geworden, weil ich einfach jedes Dortmund-Spiel gucke.
Und das ist völlig normal, ne? Wenn man da jetzt keinen so Bezug zu hat oder so, dann ist man Bayern-Fan als Kind heute. Weil gewinnen will man, ne? Gewinnen will man. Und wer gewinnt? Ja, die Bayern. Alex Balde. Da brauchen wir uns nichts vormachen. Das ist so. Alfonso Davies. Brands. Yusuf Moukoko. Was? Der Ball geht an. Das machen wir aber nochmal hier mehr. Alter. Da würde ich aber nochmal hier die Vorkamera sehen wollen. Da. Alter, Wembley, oder? Das ärgert sie. Wenn der reingeht, dann bauen sie die Führung aus. Aber im Grunde sieht es immer noch gut aus. Brandt, Radetzky-Elz. Ich glaube, sie sollten ihn rausnehmen. Das sieht nicht gut aus. Immer noch, ne? Weil wir haben keine Pause im Spiel tatsächlich. Den Capier. Seit irgendwie 20 Minuten. Jonas Hofmann. Am Ball Savic. Xhaka. Super gelöst. Den Ball hat er. Moukoko ist das. Moukoko mit der Chance. Da ist er aufmerksam. Gut vom Torwart. Und die Aktion von gerade wird natürlich auch noch gehalten. Das ist echt ewig her, wo er gefoult hat. Die Szene hätte ich mir nochmal anzeigen lassen können mit dem Tor, ne? Ja, nicht so wild. So, wir gehen jetzt noch. Obwohl. Trainer gerade reingekommen und schon ist er irgendwie kaputter als vorher, oder was? Was hat er denn für ein Aufwärmtraining gemacht? Wir führen immerhin nur 1-0, ne? Das ist nichts. Noch nicht so richtig beruhigend, ehrlich gesagt. Aber wir können jetzt eine schöne Ecke machen. So, sie werden nun also wechseln. Das ist ja klar. Du kennst eigentlich aus deinem, von deinem Erinnerungsvermögen kennst du nur Bayern als Meister. Ist nicht langweilig. Ball ist bei Julian Brandt. Ah. Entschlossen geklärt. Ah, kommt aus dem Abseits. Das ist Abseits, klar. Sie spielen den Pass, obwohl sie doch eigentlich sehen, dass da jemand im Abseits steht. Kann dem Trainerteam auch nicht gefallen. Das war unüberlegt, das war überhastet. Kevin Danso. Der Blick auf die Uhr, 9 Minuten bis zum Ende. Frimpong. Lange ist nicht mehr, jetzt wollen sie den Ausgleich. Schöner Pass jetzt. Alter, den kommt man nicht ran, der ist zu schnell. Gut geklärt. Renner ist aber auch nicht so langsam, ne? Paul, der hat mich doch gestört, auch den Ball nicht berührt. Sie holen sich den Ball und der Grund dafür ist natürlich dieses frühe Pressing. Der ist drin und damit gehen sie hier kurz vor Schluss mit 2 Toren. Geht doch. 89. 2-0. Perfekt. Oh, darüber ist mal ein Käffchen, ne? Das Spiel ist gelaufen. Die Spannung ist raus. Springt er so an die Latte, dass er nicht reingeht. Aber hier vom Querball ins Tor. Das wäre ja auch merkwürdig gewesen, wenn das genauso wie eben passiert wäre. Hier steht es 2-0. Sieht alles ziemlich gut aus aktuell. Schlusspfiff, das war's für heute. Spannend, Leute. Borussia Dortmund. Klarer Sieg, schöner Sieg. Wir sollen ja auch die Serie, ne, zu Hause gewinnen und so. Nee, der Rest, den wir noch haben, ist nur so ein kleiner Schluck, der liegt noch im Kühlschrank. Der gute von Anziger, der Traubensaft, ist gut geworden tatsächlich. Also, würde jetzt passen. Aber im Weinglas, ne? Ja, Interview nach dem Spiel.
Ich weiß nicht, ob man das eigentlich machen muss. Ob sie da durch diese Interviews immer die Teamglücklichkeit runterregulieren und durch die Interviews kannst du sie wieder hocharbeiten oder wenn man die Interviews gar nicht erst macht. In der sieben Unilagen, gehen Sie davon aus, dass es so weitergeht? Was ist das für ein Deutsch? Muss drauf. Hast du eine Bestellung aufgeben? Ja. War doch noch was da denn? Oder die Homepage nicht aktuell? Oder hast du vor ein paar Tagen schon bestellt? Ja, tatsächlich ist noch so eine kleine Pflütze drin im Kühlschrank. Nehmen wir aber auch vorhin ein. Wir hatten noch heute wieder hier schön gekocht sozusagen. Wie sieht es aus? Wir brauchen eine Gratisbox, Leute. Wir hatten noch heute schön gekocht und da dachte ich nach dem Essen für Weihnachten, da hätte man noch jetzt das letzte Glas noch gut für den Traubensaft, glaube ich, zu essen, wie ihr trinken könnt zu dem Essen. Das hätte gut, glaube ich, gut gepasst. Vielen Dank. Düsseldorf, 4 Punkte. Ja, wollen wir mal nicht unterschätzen. Machen wir mal ganz gerne, ne? Und schon machen wir so einen Quatsch. Wenn Rainer wirkt sich nicht stark genug aus, bitte denke darüber nach, den Terminplan eventuell anzupassen. Wieso den Terminplan? Rainer ist ziemlich durch, ne? Oder kommt auch wieder. Ich bin schon danke, dass sie mich wieder in der Mannschaft aufgenommen haben. Ich musste nicht jedes Spiel spielen, aber ich brauche Einsätze, sonst muss ich den Verein wechseln. Stolz auf dich. Tabelle, liebe Leute. Die sieht so aus, dass Bayern einfach wieder mitzieht. Ne? 28-28, Frankfurt mit 25. Hat aber noch ein Spiel mehr. Also noch ein Spiel weniger, also noch eins haben sie noch. Ihr wisst schon, wie ich das meine. Und gehen wir weiter. Folgende Spieler wurden von anderen Vereinen abgeworben und haben bei deren Jugendakademie unterschrieben. Boah. Na toll. Weiß ja nicht, ob wir da noch mal was gucken sollten. Große Pause, ne? Nationalspieler möchte ich immer noch nicht von Holland. So, Scouting Update, da können wir mal reingucken. Den wollen wir nicht beobachten. Den auch nicht. Wir müssen ja irgendwie. Was ist das, ein Torwart? Das ist ein Torwartpotenzial. Großes Potenzial als Torwart, ne? Nehmen wir mal mit rein. Weil wir ja in der Torwartgeschichte aktuell über gut sind. Ja, okay. Torwartspiel ist jetzt von 8 auf 9. Da müssen wir nochmal gucken, ob wir mittlerweile, es fehlt ja immer noch ein paar Coaches, ne? Und zwar hier in der Abwehr könnten wir gut noch, also 2 Vierer haben wir noch in Defensive. Wir haben jetzt ein 5er Mittelfeld und 5er Offensiv. Ich glaube, den brauchen wir aber nicht mehr. Nein, ich meine nur defensive aktuell. Ja, Kobel mal wieder stark auf Leistung gehen. Ist auch wichtig, dass sie sich hier, dass sie besser werden, ne? Alles noch junge Spieler da hinten. Das ist noch so viel Potenzial. Unglaublich eigentlich. Pause war auch lang genug.
Dann geht er bestimmt wieder rum, oder? Angebot zurückgezogen. Ja, ist ja in Ordnung. Den nimmt ja gut entwickelt. Wir sind da, dass er das schafft. Das ist schön. Scouting Update. Den hatten wir schon geguckt, ne? Ja, Frankfurt hat auch gewonnen. Eigentlich. Sollten wir ganz gute Chancen haben, das Spiel zu gewinnen, sagen wir es lieber so, ne? Mein Standardtraining erstmal. So, das dürfte unter normalen Umständen reichen. Ist natürlich auch mit die leichteste Übung, ne? Einfach nur ein bisschen den Joypad in die richtige Richtung lenken und sprinten. 750, wie habe ich das denn gekriegt? Reicht mir natürlich schon, ne? Passt schon. Gut, spieltechnisch sind wir aber erst schon wieder dann im nächsten, ne? Vielen Dank fürs Reinschalten. Kurze Pause, bis zur nächsten Folge. Tschüss.